Mädels. Ich bin froh, dass die Nacht ruhig verlaufen ist. Ja, ich glaube nicht, dass diese Footballspielerinnen nachts unterwegs waren. Nein, nur eine von ihnen war fit. Gut, dass es nur eine war und nicht alle drei. Wie auch immer, diese Mädchen scheinen gut zu sein. Ich glaube nicht, dass sie ein Problem sein werden für uns. Diana, kann ich diese Ohrringe tragen? Bitte. Dann werde ich die hier nehmen. Und ich trage diese hier. Nehmt, was ihr wollt. Kein Grund, sich zu streiten. Oh nein, die mag ich nicht. Das hier, kann ich die mit den Kirschen nehmen? Ja, natürlich. Ich habe sie zuerst bekommen. Aber ich habe die mit den Kirschen noch nie getragen. Ich trage auch welche mit Kirschen. Knopper, zieh die mit dem Pfirsichen an. Sie sind auch sehr hübsch. Mädchen, bitte streitet euch nicht um Schmuck. Wie sollen wir uns nicht streiten? Die Mädchen sind wie Haie. Sie lassen mich nie nehmen, was ich will. Knopper, nimm die mit den Kirschen. Danke, Mary. Das ist sehr nett von dir. Kein Geschrei mehr. Lasst uns zusammenpacken und nach draußen gehen. Bunnies? Kommt raus. Ich glaube nicht, dass es die Bunnies sind. Das sind die Footballspielerinnen. Was zum Teufel machen die in unserem Badezimmer? Hallo, Footballmädchen. Was ist los, Frogs? Eigentlich waren wir zuerst hier. Wir wollen uns nur schminken und dann gehen wir raus. Mädels, habt ihr gesehen, wie ruhig ihr seid? Also sowas. Geht es nur mir so oder seid ihr verwirrt? Also echt? Kommt schon, auf geht's. Die Frösche haben das Sagen. Das ist unser Bad. Wer sagt, dass ihr das Sagen habt? Wer zuerst drin ist, ist zuerst wieder draußen. Ihr müsst ja echt verwirrt sein. Ich bin nicht du, ich bin Lauren. Ihr glaubt doch nicht, dass wir kleine, niedliche Dinger sind, die sich verarschen lassen. Wir sind Footballspielerinnen. Wir sind stark genug. Oh, wow. Auf jeden Fall kotzen die mich an. Eins, zwei, drei. Seid ihr noch da? Ja, wir sind da. Lasst uns zu Ende schminken und dann gehen wir. Nein, ihr kommt jetzt raus. Ich verstehe das nicht. Was soll das ganze Geschrei? Die Frösche, sie kämpfen wieder. Ich glaube, sie haben einen Streit mit den Footballspielerinnen. Schauen wir es uns an. Nein, ihr kommt raus. Nein. Raus, lasst uns in Ruhe. So geht jetzt endlich. Na, wird's bald? Hallo? Raus, lasst uns in Ruhe. So geht jetzt endlich. Na, wird's bald? Hallo? Geht jetzt raus. Sofort. Hallo, Frogs. Was ist hier los? Schämt ihr euch nicht? Was macht ihr Mädels denn hier so spät? Was ist denn mit dem Bad los? Raus! Oh, Bunnies. Wie ist das Leben mit den neuen Mitbewohnerinnen? Sie tragen schon seit einer Stunde Lippenstift auf. Das ist doch nicht normal. Wir haben gleich Training. Wir sind in Eile. Hört zu, Bunnies. Kümmert euch um eure Mitbewohnerinnen. Bunnies, kümmert euch um die Kröten. Sie lassen uns nicht in Ruhe schminken und brechen die Tür auf. Halt! Halt, Mädels. Da sind ja die Footballspielerinnen. Mädels, lasst uns gehen. Geht raus! Wie? Was glaubt ihr, was wir tun werden? Hier die Tür aufbrechen? Das ist doch kein Kindergarten. Das ist ein Landhaus für Teenager. Ja, Mary, ich stimme dir zu. Das ist kein Kindergarten. Das sind keine Teenager. Die sind noch minderjährig. Wir sind minderjährig? Wir sind 17 Jahre alt, bald 18. Ihr übertreibt eure Lage. Nur weil ihr groß und gesund seid, heißt das nicht, dass wir klein sind. Okay, Mädels, damit es kein Durcheinander mehr gibt, wird es morgen einen Zeitplan an der Tür geben. Und jede Mannschaft wird abwechselnd auf die Toilette gehen können, verstanden? Dann gibt es kein Geschrei mehr, hoffentlich. Und wenn hier gebrüllt wird, dann kommen hier keine Frösche oder Footballer mehr rein. Bunnies, wie könnt ihr nur? Es sind die neuen Mädchen. Sie sind schuld. Hört mal, Frogs. Wart ihr noch nie neu? Heute sind wir neu. Nächste Woche werden wir alt sein. Ach, kommt schon, Mädels. Lasst uns gehen. Ich kann hier nicht mehr bleiben. Komm schon, lasst uns gehen. Frösche, es gibt keinen Grund, hart mit ihnen zu sein. Ihr seid schon lange hier und ihr richtet ein Chaos an. Ihr verhaltet euch wie Hühner. Ja, Frogs. Das haben wir nicht von euch erwartet. Das haben wir von euch nicht erwartet, Bunnies. Auch wenn wir Konkurrenten sind, solltet ihr auf unserer Seite stehen. Seid ihr wirklich für die Footballspielerin? Nun, wenn die Footballmädchen eure Jungs klauen, dann werden wir ja sehen, wer hier tanzt. Frogs, wir wollen uns nicht mit euch streiten. Aber wir wollen nicht, dass es morgens schon so ein Geschrei gibt. Ich meine, wer will schon neben hysterischen Frauen wohnen? Ja, arme Frogs, ihr habt noch keinen Lippenstift aufgetragen. Das ist in Ordnung, Knopper. Man muss zum Training keinen Lippenstift tragen. Mädchen, wir haben gut auf sie reagiert. Ich werde sowas nicht dulden. Sowas werden wir nicht tolerieren. Wir geben Konter. Okay, Mädels, wir gehen jetzt in den Trailer, um die Jungs kennenzulernen. Das haben die Froschfresser vermasselt. Gibt es hier auch normale Männer? Ich weiß es nicht, mal sehen. Da sind sie, schaut. Hey, Footballmädchen. Sollen wir uns kennenlernen? Wir sind nicht hierher gekommen, um Mädchen kennenzulernen. Wir wollen Männer kennenlernen. Lass uns Mojitos trinken. Hast du das gehört, Chili? Ja, so sind die Footballmädchen. Sie sind knallhart. Wir kommen auch ohne sie zurecht. So sieht's aus. Pizza, bitte. Bitte nimm mich als Kellner. Ich habe einfach kein Geld. Ich brauche das Geld, ja? Nein, Thomas, das kann ich nicht. Ich komme ganz gut alleine zurecht. Pizza, wenigstens für eine Woche. Was ist denn falsch mit mir, hä? Ja, damit die Mädchen dir statt mir Trinkgeld geben. Pizza, wir nehmen einen Mojito. Oh, Mädels, da kommen die Footballspielerinnen. Könnt ihr mit ihnen reden, so von Mädchen zu Mädchen? Okay, Lehrer Mike, auf geht's. In Ordnung, Thomas, verschwinde hier. Die Kunden kommen. Hallo, Footballspielerinnen. Lauren, Nancy und Alexa. Wir müssen mit euch sprechen. Was
Was für eine Art von Gespräch wird das, hä? Wofür reden wir hier? Ihr seid doch die Ratten, oder? Wir haben schon viel von euch gehört. Oh, wow, Mädels, erklärt es ihnen. Nun, für manche Menschen mögen wir Ratten sein. Aber für euch hat Layla das Sagen, verstanden? Meine rechte Hand hat das Sagen. Ah. Nun, wenn sie das Sagen hat, sollten wir auf sie hören. Hallo, Footballerinnen. Pizza, ein Milkshake für alle Mädchen. Hallo. Okay, Dima, lass das flirten jetzt. Was war das für ein Streit, den ihr im zweiten Stock hattet? Mädels, wir haben hier keinen Streit, okay? Lehrer Mike, du hast gesagt, dass wir das regeln, richtig? Ja, klar, Layla. Es gab Ärger mit den Fröschen. Es ist aber geregelt. Wir haben sie in ihre Schranken gewiesen. Diese Mädchen haben eine hohe Meinung von sich. Sie wollen uns nicht mehr kennenlernen. Ja, das tut weh. Sie sind echt arrogant. Ja, sie denken, sie seien Königinnen oder so. Ich verstehe das nicht. Wollt ihr euch alle gegen uns verbünden? Hey, lasst die Mädchen in Ruhe. Übrigens, ich bin Dima, der Footballspieler. Wenn euch jemand dumm kommt, dann kommt zu mir. Nancy, Lauren, Alexa. Footballmädchen, ihr seid... Frogs, können wir es einfach halten? Mädchen, lasst uns bitte nicht streiten hier. Wenn ihr irgendwelche Probleme oder Streitigkeiten mit jemandem habt, kommt zu uns. Wir werden alles lösen. Ja, die Mädchen werden alles lösen. Mann, ihr seid so cool. Ich wünschte, mein Freund Kostja wäre hier. Wir hätten euch zum Essen eingeladen oder sowas. Gehört das Auto dir? Ja, klar. Wir wollen dich kennenlernen. Dann lernen wir uns kennen. Timur, ich würde an deiner Stelle nicht so viel Geld für teure Geschenke ausgeben. Diana ist es wert, okay? Gib mir einfach das Geld zurück. Ich werde es, keine Sorge. Ich werde lachen, wenn Diana dich wieder ablehnt. Wenn sie Nein sagt, dann lasse ich sie einfach in Ruhe, ja? Mädels, gehen wir nicht in den Trailer? Nein, Nastia, ich will wirklich nicht gehen. Da drin sind diese Footballmädchen. Dort sind auch die Ratten und Lehrer Mike. Was soll man da machen? Okay, dann bleiben wir eben beim Auto. Lass uns ein TikTok-Video drehen. Also los geht's. Alle hierher. Da sind sie. Ja, ich sehe sie. Ich werde Diana ein paar Geschenke geben und sie wird ausflippen. Ich hoffe es. Oh, Mädels. Seht mal, wer da kommt. Hey, Basketballer. Hey, Basketballer. Hallo, Diana. Das hier ist für dich. Oh, Timur. Das ist unerwartet. Danke. Oh, Mädels. Seht mal, wie süß das hier ist. Oh, wie süß. Mädels, wartet. Hier ist noch eine Schachtel. Da ist ein Teddybär mit einem Herz und einer Blume drin. Das ist großartig. Diana, es geht um mich und dich, also um mich und dich. Ich danke dir, Timur. Aber es tut mir leid. Ich kann es nicht annehmen. Tut mir leid. Diana, gehst du also mit mir aus oder so? Diana, los, sag ja. Knopper, tut mir leid, Timur. Nein. Ich wusste es. Was hast du gewusst? Timo, bist du wahnsinnig? Was machst du da? Und ich habe ein Foto. Ich werde Smile heimzahlen. Du wirst meine Freundin werden. Das Geschenk kannst du behalten, ja? Gehen wir, Romeo. Scheiße, ich bin schockiert. Dieser Timo flippt aus. Oh mein Gott, Diana. Diana, wie küsst der? Knopper, bist du normal oder was? Wie küsst der? Es ist ja nicht so, als hättest du ihn noch nie geküsst. Nein, ich weiß es nicht. Wir haben uns fast nie geküsst. Wow, so viel zu Timo. Scheiße, ich bin schockiert. Dieser Timo flippt aus. Mädels, ihr habt keine Ahnung, wie es war. Es war einfach furchtbar. Diana, reg dich nicht auf. Kommt, lass uns zu Coach Abby gehen. Ich will ihr alles erzählen, um mich zu beschweren. Ich will, dass sie ihm in den Arsch tritt. Aber die Beeren sind süß. Juhu. Hier sind wir, die Footballerin. Schaut uns an. Mal sehen, was es alles gibt. Lass uns eine Runde drehen. Mann, das wird ein Spaß für euch. Muss ich auf der Motorhaube mitfahren? Ich nehme eine nach der anderen mit. Streitet euch einfach nur nicht. Hallo Leute, ich bin nicht mehr Single. Ich bin jetzt mit Diana zusammen. Er lügt, sie hat ihn schon wieder abgewiesen. Lass mich doch mal träumen, Mensch. Mann, alle sind in einer neuen Beziehung. Diana ist mit Timur zusammen. Timur ist mit Diana zusammen. Das ist so cool. Eine neue Flitterwochenzeit. Was? Ich glaube, Bros schlägt gleich jemanden auf die Stirn. Julie, brauchst du wieder eine Flitterwochenphase? Bros, fragst du mich, ob ich mit dir ausgehen will? Was? Also Bros, sag mir, Julie, willst du meine Freundin sein? Aber wir sind doch schon zusammen. Nein, sind wir noch befreundet? Thomas, ich bin gerade hier am Handy. Weißt du noch, wie ich dir Skateboardfahren beigebracht habe? Natürlich. Kannst du mir Geld leihen? Thomas, ich leihe niemandem Geld, okay? Ich verstehe, du bist kein Freund mehr.
Thomas, wir sind schon lange keine Freunde mehr. Verschwinde. Ich sag dir, komm einfach in meine Schule und dann sind wir zusammen, okay? Das machen wir so. Ups, da hat wohl jemand eine Affäre. Ryan, wer ist sie? Habt ihr das ganze Gespräch mitgehört? Was ist los mit euch? Also auf jeden Fall musst du einfach nur in unsere Schule kommen. Mädchen, ich will zur Schule gehen. Diese neuen Leute sind genau das, was wir brauchen. Ja, die sind so abgefahren. Lasst uns doch mit ihnen befreundet sein. So als beste Freundinnen. Ernsthaft? Nur zu, los. Mit diesen Footballspielerinnen werden wir nie befreundet sein. Niemals. Hallo Mädels. Timur ist heute gut gelaunt. Sagt mal, sind Diana und ich ein cooles Paar? Du hast sie zum Kuss gezwungen, ihr seid kein Paar. Was? Du bist mit Diana zusammen? Haben wir etwas verpasst oder so? Wir sind hier. Er hätte sich mit einer von uns zusammentun sollen. Tut mir leid, aber ihr seid nicht unser Typ. Ihr seid gemein. Und wir mögen nette Mädchen. Nun, vielleicht sind wir gemein, weil wir Pech haben. Wir haben kein Glück mit Männern. Keine Sorge, Mädels. In unserer Straße gibt es eine Party. Es wird eine Party geben? Ja, vielleicht trefft ihr da ein paar Jungs. Oder dann einfach in der Schule, okay? Bitte hol mir sofort etwas Wasser. Welches möchtest du, mit oder ohne Kohlensäure? Ist mir egal. Salina, beeil dich und hol dir etwas Wasser. Ihr seht nervös aus. Was ist denn los mit euch? Komm schon, Diana, sag es uns. Trainerin Abby, kannst du es glauben? Timo hat mich heute einfach so genommen und auf den Mund geküsst. Komm schon, Diana, sag es uns. Mary. Mary, wir sind nicht mal ein Paar. Meine Mädchen. Diana, ich habe euch doch gesagt, dass ihr Cheerleader seid und nicht mit jedem ausgehen könnt. Alle mögen euch. Ich habe kein Problem mit Sackert. Ja, mein Mädchen. Habt ihr das gehört? Coach Abby, wann kommst du zu uns zurück nun, Mädels? Mike ignoriert mich. Er kann mir den Kuss mit Sip nicht verzeihen, was ihr übrigens eingefädelt habt. Diana, hier ist dein Wasser. Danke, Salina. Wir gehen bald zusammen zur Schule und dann wirst du dich auch mit deinem Mike versöhnen, okay? Nein, Zack, du kennst Lehrer Mike einfach nicht. Er ist kompliziert. Wusstest du, dass wir an eurer Schule angenommen wurden? Na und? Ja, einfach so. Einfach so, ohne dass ich was sagen muss. Diana, wenn Sip herausfindet, dass Timo dich geküsst hat, wird er das nicht gut finden. Glaub mir. Aber Diana wollte das nicht. Timo ist der Täter. Wir müssen sofort die Polizei einschalten. Danke, Sackert. Diana, mach dir keine Sorgen. Diana, mach dir keine Sorgen. Nun, Leute, die Schule ist nur noch weniger als 2 Wochen entfernt. Ich verspreche, dass ich zu euch zurückkomme und immer bei euch sein werde. Und was ist mit diesen Neuen? Oh, Kostja, dein Freund Dima macht sich schon an sie ran. Sie sind auch Footballspielerinnen, sie tragen Helme wie du. Aber die Mädchen sind komisch. Sie sind nicht nur komisch, sie sind sehr komisch. Mary, du bist auch komisch, weil du mir keine Aufmerksamkeit schenkst. Sup, schreib dir hinter die Ohren, dass du nicht mein Typ bist. Ich mag andere Jungs, verstehst du? Okay. Footballmädchen, ich brauche nicht noch mehr Konkurrenz, okay? Kostja, worüber machst du dir Sorgen? Sie sind doch nicht deine Konkurrenten. Wie auch immer, Mädels, ich habe eine Aufgabe für euch. Nur zu, Coach Abby, red. Ihr müsst mit Lehrer Mike unbedingt sprechen, okay? Okay, kein Problem. Worüber? Bitte sagt ihm, dass Coach Abby hier leidet. Ich kann nicht mehr in dieser Gemeinschaft bleiben. Du hast es erfasst, Coach Abby. Hast du was gegen uns? Ich habe es satt, hier in eurer Gesellschaft zu sein. Ich bin Trainerin und möchte trainieren und trainieren und trainieren. Wenn die Bunnies hierher kommen, gibt's wieder einen Haufen Geschrei und Lärm. Das macht doch Spaß. Übrigens, Mädels, bleibt ihr hier zum Erbsenkuchen? Mädels. Ihr habt mich gehört. Erbsensuppe, Erbsenkuchen, Erbsenpasteten, alles aus Erbsen. Danke, Salina. Wir fahren zum Landhaus. Ja, es gibt Erdbeerkäsekuchen, der auf uns wartet. Coach Abby, wir freuen uns sehr auf deine Rückkehr. Wir werden mit Lehrer Mike sprechen. Es war lustig, als du bei uns geschlafen hast. Das war's, Coach Abby. Wir sehen uns bei der nächsten Übernachtung. In Ordnung, auf Wiedersehen. Tschüss, Leute. Tschüss, Zack. Bis dann. Später. Tschüss. Meine Bunnies, ich liebe euch so sehr. Trainerin Abby, ist deine Liebe aufrichtig oder unecht? Kostja, was ist das für eine Frage? Man sieht, dass sie leidet. Oh, Kostja, Abby wird wütend werden. Kostja, ich komme jetzt drüber und schlag dir auf die Stirn. Meine Mädchen sind alles für mich. Ich hatte auch mal so eine Trainerin. Und sie hat immer dasselbe gesagt. Ja. Wahrscheinlich hat sie über Erbsen geredet. Kostja, wovon sprichst du? Oh, Leute, wenn wir alle zur Bunny-Schule gehen, habe ich euch genau hier. Ja. Ja, ja, ja. Abby, niemand hat mehr Angst vor dir. Abby, du und ich sind Freunde, oder? Wir sind nur Freunde, wenn wir hier wohnen. In der Schule wird es anders sein. Also Mädels, ich bin der coolste Typ hier. Ja, wir haben es verstanden. Verstanden. Habt ihr das gesehen? Was für ein Haufen frecher Kinder. Dass sie nicht in unserem Zimmer wohnen. Das ist das Letzte, was wir in unserem Zimmer brauchen. Dima, den Footballspieler. Stellt euch vor, wie schockiert die Bunnies sein werden. Die Bunnies würden diese Footballspieler zusammen mit Dima rauswerfen, sofort. Und wir würden einige Schreie hören. Los geht's. Also Mädels, verstanden? Ich bin cool, ich habe ein cooles Auto und ich hatte auch einen coolen Freund. Aber das ist eine andere Geschichte, okay?
Dima, welche von uns hat dir am besten gefallen? Ihr seid alle richtig cool. Und wen magst du mehr, Brünette oder Blondinen? Brünette sind immer hübscher. Hört auf, Mädchen, benehmt euch nicht so. Dima wird seine eigene Entscheidung treffen, stimmt's? Ja, das kann ich aber nicht sofort sagen. Ihr seid alle cool, aber vielleicht verliebe ich mich in jemanden von euch. Oh. Also gut, Mädels, die Schule fängt bald an. Sip wird zurück sein und alles wird wieder normal sein. Ja! Das verstehe ich nicht. Wow! Seid ihr Mädels völlig verrückt geworden? Wir brauchen hier keinen Dima-Footballspieler. Hey, Bunnies, wir sitzen nur hier und unterhalten uns ein bisschen. Er ist so cool. Wir sind bereits Freunde. Ja, das sind wir. So cool. Wir freuen uns sehr für euch. Also, Mädchen, in unserem Zimmer ist kein Platz für Jungs. Wir schmeißen sogar die Basketballer raus. Dima, raus. Dima, raus. Okay, ich muss weg. Stopp, Mädels. Dima ist der härteste Typ hier. Wo immer er will, dort sitzt er. Tatsächlich? Dima hat euch das erzählt? Ja. So, das war's. Ich muss weg. Morgen machen wir den Ausflug. Eine nach der anderen. Ich rate dir, nicht mehr hierher zu kommen. Auf Wiedersehen, Dima. Okay, Mädels. Keine Jungs mehr in diesem Zimmer. Ansonsten wohnt ihr im ersten Stock. Und dort leben die Verlierer, Lehrer Mike und die Ratten. Und dort gibt es strenge Regeln. Okay, okay, wir haben's. Mädchen, Dima ist dein Crush. Er wird mir gehören. Warum dir? Ich mochte ihn auch. Dima hat so viel Glück. Drei Mädchen auf einmal haben sich in ihn verliebt. Dima ist dein Crush. Also Leute, liked das Video, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen coolen Episoden. Wir sehen uns später. Tschüss.